Willkommen, liebe Zuschauer bei Delfin TV. Mein Name ist Silke Korus und wir sind auch heute wieder im Gespräch mit Heike Kann. Hallo, liebe Heike. Hallo, liebe Silke. Heike, der Begriff Lichtkörperprozess und Lichtkörpersymptome ist in vieler Munde. Was verstehst du darunter? Also für mich ist das so, dass die Menschheit generell in einem Wandlungsprozess sind. Das heißt, dass alles, was wir an Themen, an karmischen Prozessen in uns tragen, an Ahnenthemen, an Gefühlen wie Wutausbrüche, Verzweiflung, Depression, wie auch immer, dass das alles umgewandelt wird. Das heißt, dass wir, ich sag mal, dass die Zellen immer lichter werden, sag ich jetzt mal halt so. Ich meine, die Zellen sind ja Licht, aber durch diese ganzen niedrig schwingenden Energien, das heißt, wenn ich jetzt wütend bin, ist das ja wirklich eine niedrig schwingende Energie, bin ich innerlich zugemüllt, sag ich immer. So, und durch diese Prozesse werden wir immer freier innerlich halt. Und das heißt, auch unser Gefühlskörper, den wir ja tragen, wird immer freier von Blockaden. Und meiner Meinung nach ist es so, dass der kohlenstoffbasierte Körper sich immer mehr verwandeln wird und dass wir immer mehr zu einem, zu einem Lichtkörper uns verschmelzen. Ach so, es ist so meine Sicht Und dass wir wirklich zu einem sogenannten, ich sag mal, Gottmenschen werden. Ich denke mal, dass wir immer mehr auch in Einheit mit unseren ganzen Körpern, die wir haben, verschmelzen. Das ist einfach meine Sicht. Aber vorher muss natürlich auch alles, was wir in uns tragen, gewandelt, transformiert werden, so wie eigentlich die niedrig schwingenden Frequenzen. Also ist das, sage ich jetzt mal, für dich ist das eben deine Form des Aufstiegs? Ja, sage ich jetzt mal so. Also für mich ist das auch, wenn ich jetzt immer Aufstieg höre, Aufstieg, klar, Aufstieg zurück, wo wir hergekommen sind, aus dem Licht. Also ich sehe das so, dass wir als Lichtwesen in diesem Erdenkörper inkarniert sind und dass wir jetzt eigentlich zurückgehen ins Licht im Prinzip. Und für mich ist das, wir müssen einmal absteigen, das heißt, wir gehen einmal in die Tiefe, in die Dunkelheit. Das heißt, alle unterdrückten Gefühle und Dramen, die wir mal je erlebt haben oder die wir mitbekommen haben, auch von den Ahnen, von den anderen Leben, die zeigen sich in der heutigen Zeit immer mehr und immer mehr und immer mehr, um eben erlöst zu werden. Und desto mehr ich zulasse, desto mehr ich rauslasse, transformiere, desto mehr kann sich das Licht in den Zellen auch wieder hineinfügen. Also ein großer Reinigungsprozess. Genau, so sehe ich. Das ist ein Reinigungsprozess und er ist sehr, sehr wertvoll, weil wir wirklich dann befreit werden von all den Belastungen. Und das finde ich einfach toll. Ist zwar sehr, sehr schmerzhaft bei vielen halt natürlich auch, bei den körperlichen Prozessen, aber ansonsten ist es sehr, sehr wertvoll. Das ist wie so ein Gnadenstrahl Gottes. Und dann dachtest du auch gerade noch, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass eben der Lichtkörperprozess oder auch der Aufstieg für dich eine Verschmelzung ist von Mensch und Gott. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also so sehe ich das einfach halt. Das heißt, dass wir immer mehr in unserer wahren Präsenz reinkommen. Das, was wir eigentlich sind. Aber als Mensch. Ja, eine Verschmelzung halt. Also ich denke auch, dass irgendwann mal, ich weiß nicht, wann es sein wird, dass das wirklich auch manche vielleicht auch gar nicht mehr sterben, dass der menschliche Körper gar nicht mehr stirbt bei einigen, je nachdem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Jeder Mensch ist ja außergewöhnlich, ist ja ein Individuum. Das ist ja, in jedem Menschen stecken ja unterschiedliche Zellsubstanzen, Erinnerungen, wie auch immer. Und jeder Mensch ist einzigartig. Ja. Und manche, die gehen natürlich früh von der Erde, manche leben in einer Verschmelzung oder das ist total unterschiedlich. Mhm. Jeder ist einfach einzigartig. Und jeder geht seinen Weg, muss man so sehen. Danke, liebe Heike, für diese Ausführung. Finde ich auch ein schönes Bild. Wir sind alle Individuen. Das heißt, wir können auch alle unterschiedliche Aufstiegswege gehen. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Erforschen. Bis bald. Silke Korus von Delfin TV.